Wir sind ja welche. Aber alle da drin. Ja, nice. Ah ja klar, dass wir hier in die falsche Richtung sind. Bei mir sammeln. In Bewegung. Das auch. Nee. Vielleicht hier. Granate kommt. Come miere da culeros. Die bösen Jungs haben den Knall gehört. Greif an! Die wissen von uns. Deckung! Such Deckung! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wird das noch was? Die Musik ist noch an. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Fahrzeugabbruch. Gut. Gute Arbeit. Schnell und ohne viel Federlesen. Also ich habe ein paar Federn verloren, aber das ist in Ordnung. Oder kann er in Ordnung? So. Da sind wir. Da ist ein Leutnant. Und danach gehen wir hier hin. Leutnant. Hier laufen Gegner rum. Die sehen ein bisschen nervös aus. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job! Was war das denn? Du hättest mich fahren lassen sollen. Bin schussbereit. Bereit? Feuer frei!
Alles klar. Wir haben sie aufgescheucht. Silenzio. Die suchen uns. Vorsicht. Ich will den befreien. Wir haben sie aufgescheucht. Hey, bleib locker, der muss nicht sterben. Quédate quieto. Salgan, cabrones! Casi no les va a doler. Die Penner unter Feuer. Locker bleiben, alles ist gut. Aber wieso kann ich den nicht befragen? Aber wahrscheinlich ist das noch zu früh. Also. So, dann packen wir es mal hier runter. Einmal Fertigkeitspunkt und einmal hier eine Waffe. Meine Kollegen sind echt wie bei Witcher die Plätze, ne? Das ist echt krass. Ein Scharfschütze. Headshot. Das war ein Scharfschütze. Ich bin auch einer. Hab noch einen Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mit dem sind's fünf. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Ich schieße auf die Ärsche. Hab ihn, er ist tot. Meine Seite ist sauber. Na, schön für dich. Alter, das... Ja. Das nervt, wenn ich die nicht gleich erwische. Ich mach das, ich fliege. So, dann mal... So, Ihre Linken, das ist die richtige. Also Ihre Linken sehen Sie einen wunderbaren Fluss. Der ist voller Fische und ist sehr lecker und sehr frisch und vor allem bei so einem heißen Tag wie heute. Wir fahren jetzt Richtung Berge. Hey. Das ist einfach. Ich bin einfach nur ein Flugzeug. Ich könnte auch von euch fahren. Hier. Genau. Also, schöner Flieger. Wir haben auf unserer linken Flügelseite ein rotes Licht und auf der rechten ein grünes. Das
Das ist wunderbar, damit man sieht, was ist. Welche Seite was ist. Stimmt, wahrscheinlich auch. Gut, damit, ja. Ah, okay. Hier ist die Fahrbahn. Wir brechen ab, das war's. Tja, na gut. Muss ja nicht. Entschuldigung, Leute. Dafür nehmen wir einen Helikopter. Schau, die schrotten selbst, also die Helikopter, die Flugzeuge. Das ist ja auch eine doofe Gegend hier. So. Na los! Ja, ruhig Blut. Warte, wir warten zuerst. Hä? Was warten wir? Ach, wir waren da oben, nicht? Wir waren hier. Und sind bis hier unten gefahren. Alter. Ja, okay, dann machen wir den ja. So, bitte. Doch mal, ne? Oder sind die anderen jetzt tot? Ah, da sind sie. Dann schauen wir uns die Drohne das ist oben. Ganze mal an. 1, 2. Da ist noch ein Tango. Da hinten ist einer. Doch nicht. Ich sehe hier 2 Narcos. Nahe am Heli. Ach, und den sollen wir einschüchtern. Schüchtern Sie Sicario ein. Belohnung, Unterstützungsfähigkeit. So, das war's, ne? Dann gehe ich mal ein bisschen Hügel aufwärts. Seite ist auch noch da offen, dass wir die dann sehen. Das ist doch gut. Uno momento. Verhören Sie. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Hab das Ziel.
Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Der Tango weiß, dass was faul ist. Geh in Position. Ich brauche eine neue Position. Sekunde, geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Der Leutnant entkommt. Auf dein Zeichen, Boss. Das Ziel ist weg. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Bereit. Auf deinen Befehl. Greife an. Der Tango ist hin. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Wie deine Nerven? Du bist special. Was sind wir eigentlich? Wir sind eine Elite-Gruppe und in der meckert so wegen seinen Nerven hier. Ah, das war einfach nur mal grauenvoll. Ja, aber den. Zum Glück haben wir den Anführer so ein GPS. Passt gut zu meinen Stiefeln. Was? Wieso zu deinen. Was? Komm. Wir holen uns jetzt den. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Bin drauf. Den Schellerer. Sich Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Ruhig, Kamine. Amigo, es gibt Feuer, es gibt Schwefel und es gibt mich. Ich bin kurz davor, dich abzufackeln und deine Asche in der Gegend zu verstreuen. Por favor, mire. Yo no soy malo, bitte. Ich verschone dich, aber nicht aus Mitgefühl. Ich verschone dich, weil deine Freunde wissen sollen, dass die Apokalypse kommt und sie besser beten sollen. Ich mach den Wichsern gerne Angst, aber ich glaube, wir hätten ihn nicht laufen lassen sollen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho-Arsch schlimmer als eine Kugel. Die Rebellen werden jubeln. Hm. Ihr habt hart gearbeitet, Freunde. Wie sagt ihr? Der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Klar, ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Boot, Pack. Ohne Zweifel. Wir sollten ernten, was wir sehen. Viva Bolivia. Viva la Revolution. So. Er springt einfach auf. Wir holen uns jetzt Story aggressiver Wettbewerb. Okay. Nee, wir holen uns jetzt erstmal die Waffe. Und danach geht's weiter mit dem Story. So. Ich will eine neue Pistole. Ich glaube, eine neue Pistole wäre gar nicht verkehrt. Hm.
Ja, dann zeig mir mal, wo die Leute sind. Ich glaube, hier sind vier. Also da sind drei. Oder sind... Ich sehe ein zweites Ziel. Achso, das war schon. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Greife Tangos an. Sehr schön. Sauber. Alle in Ordnung? Wieso antworten die nicht? Das war eine nette Frage. Eine besorgte Anführerin. Na egal. Trigger! Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Das stimmt. So, Waffe. Neu. Schaden ist... Präzision ist weniger... Reichweite ist höher. Feuerrate weniger. Geräuschminderung auch durch Trainer. Ja, nee. Nee, die ist nicht gut. Nee, kann ich nicht. Gut. Das war das. Neuer Hubschrauber. Und jetzt geht's. Finden Sie den Zugangscode für die Kokainfabrik in Okoro. Sobald Sie ihn haben, gehen Sie rein und zerstören den Laden. Jawohl. Mit Vergnügen. So, den Sonnenaufgang. Ist noch was? Ja, aber das, ja, das ist erstmal egal. So. Wir sollen den verhören. Okay, die fahren jetzt da überall hin. Blöd ist, da auch wieder Leute sind. Warte, vielleicht schalten wir die zuerst aus. Zivilisten im Gebiet, okay, Schusslinie beachten. Zivilist in der Nähe. Okay, bin unterwegs. Runter, sonst wirst du entdeckt. Okay, Ziel markiert. Einer weniger. Halt, die werden dich sehen. Achtung, ich sehe, wartet. Eröffne das Feuer. Granate fliegt. Medad macht so einen Scheiß und schimpft sich Armee? Arschgeigen. Wir brauchen ihn lebend. Ich lege an. Das Porto wurde zerstört. Alles gut, alles gut.
Dafür ist halt nicht klein. So, verhören. Nein. Mist! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Dios mio! Töte mich nicht! Por favor! Ich habe eine Familie! Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Wie ist der? Ich habe zwei Jungen. Zwei kleine. Mistiquitos, Gustavo und Felipe. Ich habe Fotos. Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Fotos nicht sehen. Gib mir den Code, dann sind wir fertig. Ja, du gehst eh so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Gott. Willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Gib mir den scheiß Code. Tuvo bueno. Er ist 654375. Wirklich, ich schwöre. Okay, wir haben den Code. Ich sende Ihnen einen Virus, den Sie in die Automatisierungssoftware der Fabrik laden. Dadurch wird der Prozess beeinflusst und das Kokain verunreinigt. Wenn jemand versucht, ihn zu beseitigen, sind die Maschinen Schrott. Das kostet Santa Blanca vom Produkt und nicht die Fabrik über Monate nach.